Hallo, liebe Freunde des Coronavirus. Es ist wieder mal Zeit für ein Corona-Video. In den Dresdner neuesten Nachrichten vom heutigen 18. Juni lesen wir die Zahlen am Donnerstag. In 8 Tagen könnte Dresden Corona-frei sein. Den 6. Tag in Folge berichtet die Stadt vom Ausbleiben neuer Fälle von Covid-19. Ein kleines Rechenspiel zeigt, dass Dresden am 26. Juni gänzlich frei von nachgewiesenen Corona-Fällen sein könnte. Da kann ich den DNN nur zustimmen. Es geht weiter. 2 Infektionen in 19 Tagen. Dresdens beste Bilanz seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Nur noch 2 aktive nachgewiesene Infektionen mit dem Covid-19-Virus. Also, lieber Journalist, ich guck, wer du bist. LC sagt mir nichts. Also, Covid-19 ist die Erkrankung. Das Virus nennt sich SARS-CoV-2. Der oder die Autorin verwechselt also die Erkrankung mit dem Virus selbst. Das setzt sich fort. 613 von 625 Dresdnern sind bereits genesen. Bislang zählt Dresden 625 Fälle von Corona. Wieder unscharf. Coronavirus, Covid-19, whatever. So. Somit würde die Zahl von aktiven Fällen am 26. Juni erstmals bei 0 liegen, unter der Bedingung, dass die Stadt bis zu diesem Datum keine Neuinfektion meldet. Also, hier liest man es, 613 von 625 Dresdnern bereits genesen. Wenn man mit dem Coronavirus infiziert ist und das gemessen bzw. getestet wird, heißt das noch lange nicht, dass die Krankheit auch tatsächlich sich mit irgendwelchen Symptomen ausdrückt. Also eine nachgewiesene Infektion bedeutet eben nicht, dass es eine Erkrankung gegeben hat. Wir wissen nicht, wie viele Menschen, vor allem Kinder, das Coronavirus tatsächlich hatten und inzwischen womöglich immun dagegen sind. Hier wird die Erkrankung mit dem Virus und die Infektion mit der Erkrankung mehr oder minder gleichgesetzt. Das ist die Qualitätspresse in Dresden nach ungefähr 3,5 Monaten immer noch nicht in der Lage, das zu trennen. Das ist Dresdner Qualitätsjournalismus. So. Und jetzt zu meiner beliebten Tabelle. Sie fängt an am 17. März. Das ist der Tag, an dem die Statistik auf der Seite www.dresden.de/corona beginnt. Hier ist die Quelle. Am 7. März beginnt die Tabelle. Die gelben Spalten sind die Zahlen, die ich dort rauskopiert bzw. abgetippt habe. Und alles andere sind meine eigenen Berechnungen. Die Formeln seht ihr jeweils hier oben im Feld. Ich bilde hier also eine Summe und teile sie in dem Fall durch 5,62132. Das sind die Fälle auf 100.000 Einwohner. Die Einwohner Dresdens belaufen sich laut dieser Statistik auf 562.132. Das könnt ihr in jedem Feld machen. Und wie ich hier rechts angemerkt habe, habe ich hier Höhepunkte oder Besonderheiten. Der erste offizielle Corona-Tote, die höchste Zahl an neu positiv getesteten pro Tag, die höchste Zahl von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Die höchste Zahl von Einweisungen an einem Tag, die höchste Zahl an gleichzeitig positiv getesteten. Das alles fand statt bis zum 2. April, also innerhalb des ersten Monats dieser Statistik. Und was haben wir hier noch? Die Zahl 20,64. Das hier ist der letzte Tag, an dem die Corona-Ampel auf Stufe 2 gestanden hätte. Hätte deswegen, weil die Statistik erst am 8 und, oder die Corona-Ampel, die auf diesen Zahlen beruht, erst am 28. Mai eingeführt wurde. 2 Monate nach den eigentlichen Höchstständen wurde diese Corona-Ampel eingeführt und jetzt gehe ich zum Ende. Ich habe diese Statistik bis heute geführt und habe sie dann
bis zum 26.06. auch weitergeführt, unabhängig von den DNN. Und auch ich komme zu dem Ergebnis, was nicht schwierig ist, weil hier ist die vorletzte und hier ist die letzte Neuinfektion ohne Einweisung. Am 26. Juni dürfte es keinen offiziellen Corona-Fall mehr geben, so es denn keine Neuinfektionen mehr gibt. Ob noch Menschen erkrankt sind, ob noch welche infiziert sind, weiß man natürlich nicht, weil das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Dresden auch auf eine kürzliche Presseanfrage wieder geantwortet hat: Nein, es gibt keine Meldepflicht für negative Testergebnisse und somit auch keine Meldepflicht für die Anzahl der Tests. Und deswegen weiß die Stadt nur was von positiven Fällen. Und die negativen Fälle und die Zahl der Tests werden nach wie vor nicht erhoben. Die Stadt gibt sich keinerlei Mühe, das bei ungefähr 5 oder 6 Testlabors in Dresden anzufragen, wie viele Tests haben sie gemacht. Ich habe auch nach den Krankenkassen gefragt. Ich wurde also darauf verwiesen, mich doch selber an sämtliche Krankenkassen zu wenden, um herauszufinden, wie viele Tests sie denn bezahlt haben. Die Krankenkassen haben nur Tests bezahlt bei Menschen, bei denen der konkrete Verdacht bestand, entweder aufgrund von Symptomen oder aufgrund des Kontaktes mit infizierten Personen und positiv getesteten Personen. Das heißt, es wurden fast ausschließlich Menschen mit Symptomen getestet und eben kaum welche ohne Symptome. Und da wir inzwischen wissen, dass sehr viele Menschen, ich glaube 60% oder sogar 80%, ohne jegliche Symptome die Infektion überstehen, gibt das kein wirklich rundes Bild ab. Last but not least, 2 Infektionen am heutigen Tag. Noch Infektionen, könnte sein, dass derjenige oder diejenige schon genesen ist vom 6.6. Und das bedeutet, dass 99,9996% aller Dresdner, die offiziell nicht infiziert sind, am 18. Juni in Geschäften und im ÖPNV, aber eben nicht auf Demonstrationen, hoho, nach wie vor einen Mundschutz tragen müssen. Liebe Leute, wir werden verarscht, wir lassen es mit uns machen, Sie werden es wieder und weiter mit uns machen. In diesem Sinne, lasst euch nicht verarschen.